meine lieben Leseratten und Hörbuchfreunde. Ich muss heute ganz still halten, meinen Kopf. Sonst kommt die Zuckertüte. Da ist auch ein A oben drauf irgendwo. Sieht man hier nicht, ne? Ich bin so riesig. Ja, die kommt sonst runter und dann seht ihr mich anmasket. Ich hab immer was auf der Birne, ne? Das wird nie anders sein. Kommen wir zur Auslosung von unserer Blu-ray, ne? Von der BBC Earth Dokumentation. Und wie mir eigentlich schon klar war, bin ich bis auf sehr wenige Ausnahmen eine der wenigen, die keine Dokumentation mag. Wie sollte doch anders sein, hat's mir wieder bewiesen, 14 Menschlein stehen auf diesem gigantischen Rädchen, ne, im Dschungeldesign. Geht zwar nicht um Dschungel, aber Tiere, hat halt gepasst, ne. Und ich bin sehr gespannt, wer diesmal Gewinner oder Gewinnerin wird. Und gewonnen hat Sebolets, mein Jutta. Herzlichen Glückwunsch, du bist Gewinner der BBC Earth, die größten Naturereignisse Dokumentation. Hier auf diesem Kanal bist du der Gewinner. Zum zweiten Mal, du hast schon mal einen Star Wars Gewinner, ne? Ich habe dementsprechend deine Adresse, bestätige mir einmal hier unten drin, dass du das mitgekriegt hast, dass du gewonnen hast. Und dann geht das Ding hier auf Reisen. So, warum sehe ich heute so aus, wie ich aussehe, ne? Süß, oder? Sehr süß. Ja, in Berlin beginnt jetzt unsere letzte Ferienwoche. Ne? Die armen Kinder müssen dann ab übernächste Woche wieder. Aber was soll's, kann man ja nicht machen. Die sollen ja nicht doof werden. Ne? Und deswegen haben sie auch nur 6 Wochen. Wir hatten früher 8 Wochen. Schien irgendwas falsch gelaufen zu sein. Deswegen kriegen die heute kürzer. Genau, und aus dem Grund kommen ja bald unsere ABC-Schützlinge. Ne? Unsere lieben Kinder, die eingeschult werden. Und da jetzt heute ein kleines Päckchen zur Einschulung. Bestehen tut das Ganze aus einem so ein Erinnerungsalbum, ne, für die Schule, für den ersten Schultag. Da kann man Fotos drin machen und die ganzen Leute, die auf der Party waren, können darin schreiben und die Freunde und die Lehrer und alles, was man so erlebt hat, gleich so in der ersten Schulzeit. Ne, seine Mappe kann man drin kleben oder malen oder gibt ja verschiedene Kreativitätskinder, ne, dir zu malen, zu kleben, was auch immer. Und dann gibt es, ist versteckt, ne? Ist so eine, wusste ich, ne? Was ist was? Die, PC, also eine CD-ROM ist das. Ein Spiel. Also so mit Rätseln und über Biologie, Chemie, Geografie, Geschichte, Astronomie, vertrackte Rätsel und Spiele. Wissen nachschlagen von A bis Z kann also nur zur Bildung beitragen. Ich mache hier mal ein Foto, was da für ein PC-Programm nötig ist, ne? Ist jetzt so klein geschrieben, kann ich nicht mal lesen. So, und damit unsere Kinder auch die richtigen Vitamine in die Birne kriegen, ne? Also das, was zum Lernen anregen soll, Nüsse und all der Kram, ne? Gibt es Lernvitamine, damit ihr euren Kindern coole Schulbrote machen könnt und wissen tut, was sie abends essen dürfen und was nicht, was zu schwer im Bauch liegt, weil sie dann am nächsten Tag nicht denken können und nicht aufstehen wollen. Denn mit dem Aufstehen wollen ist sowieso so eine Sache ab irgendeinem Alter. So, und dazu gibt es dann noch Neon-Brittstifte. 2 Stück, immer pink, immer grün. Also wer jetzt einen Jungen hat und einen pinken Brittstift mitkriegt, könnt ihr ja auch eure Arbeitskollegin schenken oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Oder das Birschlein hat schon eine Kindergartenfreundin, die auch in die Schule kommt. Naja, wie dem auch sei, Mädchen finden sich auch immer gerne mit grün ab. Also ich finde grün schick. Ne? Und ja, das könnt ihr jetzt gewinnen für die Zuckertüte sozusagen. Ne? Sagt ihr eigentlich Zuckertüte oder Schultüte? Ich glaube, bei uns hieß das früher Zuckertüte. Und ich hatte einen Mordsteil, ne? Ach, waren das noch schöne Zeiten. Aber ich hatte noch einen Ostranzen. Wer kennt noch die Ostranzen? Naja, alle Dressis hier wieder, wa? Globig. Macht ja nichts. Ich hab alle lieb auf dieser Welt. Ja, und das würde ich jetzt gerne verlosen. Ihr habt eine ganz einfache Frage dazu zu beantworten. Und zwar, was war euer persönliches Lieblingsfach und wieso? Fandet ihr den Lehrer, die Lehrerin toll? Seid ihr einfach Naturgenies in diesen Fächern? Vielleicht in Mathe oder so? Mal das drauf hat, ne? Oder warum ist das euer Lieblingsfach gewesen, ne? Weil man da am besten mit dem Nachbarn tuscheln konnte und der Lehrer zu locker war, weiß man ja alles nicht, kann ja alles möglich sein. Diese Frage bitte bis zum 3.8. hier unten um 0 Uhr kommentieren, also nicht erst um 0 Uhr kommentieren, sondern bis 0 Uhr kommentieren und ihr kommt aufs Glücksrädchen. Wenn ihr mir die Frage trotzdem beantworten wollt und nicht mitmachen wollt beim Gewinnspiel,
dann schreibt ihr das einfach, ne? Gerne teilt du. Wir lernen, ich gehe dann auch nochmal in die Sprachschule für Deutsch. Teiltet gerne auch an Leute weiter, wo ihr wisst, die haben gerade schulpflichtige oder kriegen gerade schulpflichtige Kinder, ne, die eingeschult werden, weil, ja, alles nagelneu. Cornelsen Verlag übrigens. Wollte ich noch gesagt haben. Ansonsten, was bleibt mir zu sagen übrig, passt dann schön auf mit dem Straßenverkehr, wenn unsere kleinen Kinder wieder unterwegs sind, ne? Fahrt vorsichtig und alle mit dem Fahrrad einen Helm aufsetzen, ganz wichtig. Dann lasst euch gut gehen und ich freue mich auf euch nächste Woche und sage bis dahin, tschüss!